Autsch. Na, no, Doppel-Autsch. Ah, guck mal da. Da hat sich eine Brücke aufgetan. Ist also tatsächlich so, mit den Stücken vergrößern sich die Zugänge. Das macht's interessant. Und ich bin sehr leichtsinnig. Retro Gaming. Nintendo Entertainment System. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Es ist Homebrew-Zeit auf dem NES, also beziehungsweise ich gucke mir Games an, die man entweder auf dem NES-Emulator oder mittels Flashcard, ja sowas wie Everdrive auf dem NES oder AVS oder sonstigen System, was NES abspielt, zocken kann. Und heute schaue ich mir Missing Lands an und was das ist, seht ihr, nachdem ich Start gedrückt habe. Ja! Du bist ein kleiner Frosch, gefangen in einer kleinen Welt. Du erinnerst dich an eine Zeit, wo deine Welt riesengroß war. Die Stücke dieser Welt sind überall um dich herum verstreut. Kannst du diese Welt wiederherstellen und zu ihrem früheren Glanz verhelfen? Wird sich zeigen. So, wir sind dieser Frosch und müssen diese Weltkugelteile einsammeln. Unten sieht man eins von drei und Herzen, ja, so oft darf man Gegner berühren. Man braucht nur das D-Pad. Also keinen A oder B hat keine Funktion. Oh, doch, warte mal, ich sehe gerade. Aha, wieder was gelernt. B hat doch eine Funktion. Man kann schneller rennen. A hat dafür keine Funktion. Das heißt, wenn man mal irgendwo vorbeifitschen muss, dann kann man B gedrückt halten. Könnte hier zum Beispiel helfen. Und hier haben wir nochmal ein Stück Weltkugel. 3 von 3. So, das heißt, die Tür ist auf. Welche Tür meine ich? Werden wir gleich sehen. Die Tür da. Level 1 completed. Restart für Level 2. Was mich hier ein kleines bisschen stört, ist, wie ich finde, es ist doch alles arg, da ist die Tür. Ton in Ton, wobei ich habe jetzt eine andere Farbpalette eingestellt. Vorher war es noch mehr grün in grün. Jetzt kann man die ganzen Sachen doch besser auseinanderhalten, finde ich. Jawohl, eins mal. Ein Stück Welt fehlt noch. Und das wird natürlich nachher immer größer, man muss immer mehr suchen. Hier bin ich verkehrt. Turbo. Da ist ein Stück. Auf jeden Fall reagiert die Steuerung sehr präzise. Uah, da bin ich reingerauscht, hätte ich nicht gedurft. Bin ich von hier reingegangen? Ja, ne? Richtig, da ist die Tür. Da ist die Tür, mein Lieber. Da geht's raus. Level complete. Okay, auf zu Level 3. Oh, da habe ich ja direkt schon eine Kugel. 4 muss ich. Schwein gehabt. Oh. 2 von 4, so. Ja, das ist doch mal wieder ein etwas netterer Homebrew-Titel. Kann man sich geben. Die Musik läuft zwar in der Endlosschleife, die kann man auch nicht abschalten. Das geht leider nicht. Es gibt aber eine Pausefunktion. Immerhin, das haben wir jetzt kennengelernt. Da ist noch ein Herz, aber da ist keine Weltkugel, nur ein komisches Skelett. So, das heißt, eine fehlt noch. Wo hat sich die denn nun versteckt? Scheiße, da bin ich hängen geblieben. Das ist also auch ein kleines bisschen hakelig, das Ganze. Da! Wenn man nicht aufpasst, ist zack die Froschlippe dick. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Wo war noch gleich die Tür? Da nicht. Durchgestartet. Hier links war es, glaube ich. Falsch. Falsch gedacht. Hä, wo waren die noch? Da nicht. Wo ist der Ausgang? Nicht hier. Unten?
Wo geht es denn raus? Dass man hier zwischendurch schnell laufen kann. Da! Da geht's raus. Unbewacht. Okay. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich denke mal, das wird hier immer umfangreicher. Das sehe ich erstmal nicht. Die Karten werden immer größer und man muss immer mehr rumlatschen. Eins. Gehen wir mal unten gucken. Da ist ein großes Herz. Oh. Na toll. Riskiere ich das? Es gab aber nur eins. Sonst gibt's da nichts. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das random ist. Dass die Kugeln nicht immer an derselben Stelle sind. Wäre noch denkbar. Ah, toll, jetzt muss man hier irgendwie heile durchkommen. Ja, und da sollte man eben nicht hängen bleiben. Ja, und jetzt? Uah, gut. Ja, manchmal bleibt man doch ein bisschen hängen da. Oh, scheiße, nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst. Oben war ich dann also noch nicht. Muss ja wohl das letzte Ding sein. Wie kommt man denn dann da auch rüber? Erstmal gar nicht. Obwohl, ist jetzt das letzte Stück Welt? Ich hoffe, das ist kein Programmfehler hier. Hab ich denn da irgendwas übersehen? Tatsache, hab ich. Vielleicht ist ja jetzt der Durchgang oben offen. Mal sehen, ob ich das noch erlebe. Tatsache. Jawohl, dieses Level haben wir geschafft. Gut, mal sehen, was da noch kommt. An die kommst du nicht ran. Das heißt, du musst wahrscheinlich erstmal irgendwo was anderes machen. Oder was hat das mit diesen ganzen Gräben auf sich? Vor allem hier ist ja überhaupt nirgendwo was. Autsch. Na, Doppel-Autsch. Ah, guck mal da. Da hat sich eine Brücke aufgetan. Ist also tatsächlich so, mit den Stücken vergrößern sich die Zugänge. Das macht's interessant. Und ich bin sehr leichtsinnig. Das heißt, es ist wieder woanders irgendwas frei geworden. Aber ich glaube, ich komme nicht mehr weit. Fünf Teile muss ich. Zwei Teile habe ich. Gucken wir mal, was hier noch ist. Da ist der Ausgang. Okay, das wissen wir dann. Aber merken kann ich mir das sowieso nicht. Da ist auch noch was versperrt. Aber jetzt ist hier frei. Und zwei Herzen. Gut. Jetzt geht's hier oben auch weiter. Da über die Brücke vielleicht. Aha, da sind sogar zwei Stücke. Aha. Das muss ich nur dann den Weg rausfinden und das möglichst ohne irgendwo mit irgendwas zu kollidieren. Jawohl, so weit, so gut. Muss ich hier runter noch? Boah, das war knapp. Ja. Unten. Von unten komme ich da dran. Hoffe ich. Jawohl, jetzt ist der Weg frei. Ja, also die Lauferei wird immer länger. Man muss immer weiter. Und das Ganze wird immer größer. Aber es ist nice. Man kann zocken. Was meint ihr denn zu dem Game? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt. Jetzt braucht man noch.
ein Stück. Mit jedem Stück Welt öffnet sich woanders wieder irgendein Zugang, der vorher versperrt war. Das heißt, hier ist noch nichts zu machen. Wie sieht's hier aus? Da haben wir auf jeden Fall schon mal was. Mal sehen, gehen wir es mal hier weiter. Wir öffnen erstmal alles, was geht. Ja, da oben ist wahrscheinlich auch irgendwann mal noch was zu öffnen. Scheiße. Jetzt können wir ja nochmal gucken, war hier unten noch was? Ne, da war nichts. Da bin ich ja gestartet. Geht es jetzt hier weiter? Ja, okay. Tja, und irgendwo ist wieder was aufgegangen. Hier geht erstmal nichts. Doof, Mann, doof, Mann. Ja, dann gehe ich mal wieder da links. Und geh mal hier weiter. Guck, ob da jetzt was offen ist, was noch vorhin zu war. Ich hoffe, ich komme da heile durch. Sieh an, da oben geht's weiter. Mhm. Noch höher. Voll gut. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ui. Schnell durch. Sieben von neun. Ja, und ich habe irgendwie ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß nicht, wie ich jetzt nochmal gehen muss. Wahrscheinlich erstmal hier wieder runter. Möglichst ohne mit irgendeinem Schiss-Trick zu kollidieren. Nur, dass man sich schneller machen kann, wenn man B drückt. Davon muss man regen Gebrauch machen. Na, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Da war ich noch nicht. Da könnte also noch was verborgen sein. Ist es auch. Acht, jetzt ist die Tür offen. Es wäre cool, wenn das Ziel jetzt hier auf meinem Weg liegt und ich nicht noch 10 Kilometer wieder zurücklatschen muss. Das würde ich begrüßen. Ach du Scheiße. Nein. Aha, toll. Jetzt muss ich also noch die letzte Kugel finden. Wahrscheinlich überlebe ich das nicht. Jetzt wird der mega bewacht. Könnte denn jetzt noch die letzte Weltkugel sein? Das letzte Stück? Das ist die Masterfrage. Na, scheiße, ey. Ach ja, Drecksviecher. Jetzt hänge ich auch noch fest. Ich habe das Gefühl, ich erlebe das nicht mehr. Das Ziel hier zu finden. Wer weiß, ob es hier überhaupt noch was zu holen gäbe. Ja, doch, jetzt ist hier der Weg frei. Ja, toll. Frei ist gut. Jetzt ist die Tür auf. Aber meinst du, ich weiß jetzt noch, wie ich da gehen muss? Eine Abkürzung gibt's sicher nicht. Wahrscheinlich stelle ich mich total dämlich an und im allerletzten Moment knallt's. Ne, hier war's, glaube ich, richtig. Ja. Das war, glaube ich, okay. Schlimm wird's jetzt gleich hier vorne. Da hätte durchkommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich ahne Schlimmes. Das hätte ich nicht für möglich. You have completed missing worlds. By your diligence, the pieces of your tiny world have come back together. Your journey is now over. Thanks for playing. Hey, das war ein Play. Das war ein Longplay. Durch oder was? Ich bin durch. Na toll. Einmal gespielt. Wiederspielwert 0. Ja, okay.
Das war doch schon mal nice. Also für ein Homebrew-Game, was jetzt habt ihr das mal gesehen, ganz durch, ne? Ist schaffbar. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Es war auf jeden Fall ganz nice, das gezockt zu haben. Und wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, zock mal wieder mit Tomaniac. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier gibt es so viel zu entdecken auf meinem Kanal, da ist sicher für jeden was dabei. Also, ciao, bis demnächst, euer Tomaniac.